Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal wieder Minecraft Underground und da haben wir jemanden auf dem Server. Da hat man. Warte mal. Egal. In der letzten Folge am Anfang ging die Tür kaputt und es sieht mir sehr stark nach Otto aus. Aber ich hole mir erstmal ein Discord. Du schau mal, war es das zufälligerweise du, dass meine Tür mal kaputt war? Welche Tür? Die kennst du. Die habe ich dir gezeigt und am nächsten Tag. Ja, war sie kaputt. Ja, die da. Das war oder das. Hast du meine Tür? Ja, die da. Ja, ich hab die gedrückt, um zu schauen. Also ich hab die einmal gedrückt, dann bin ich schnell rausgegangen und hab den Knopf wieder gedrückt. Und hast dann zufälligerweise so gemacht. Nee, ich hab nur einmal. Ja, aber war die dann zufällig so kaputt? Ja. Ja, dann kann es sein, dass du mehrfach gedrückt hast. Ja, ich habe die nur einmal. Ich habe mehrmals andere gedrückt. Ich habe mehrmals andere Blöcke gedrückt. Ja, aber zufälligerweise war da meine Tür kaputt. Und ja, ich habe schon gedacht, das ist wahrscheinlich... Ich habe die Tür aussehen kaputt gemacht. Ja, alles gut. Aber jetzt wollte mich mal nur interessieren. Übrigens, hast du schon gesehen, was in der letzten Folge passiert ist? Ich habe das Video ganz kurz angeschaut, aber konnte es nicht zu Ende schauen, sorry. Ja, alles gut. Aber ihr habt das ja weiter. Das habe ich gesehen. Ja. Das ist krank, oder? Ja. Das habe ich auch über einen Tag gekostet. Unsere Zuckerrohrfarm hier. Ist auf jeden Fall ganz, ganz klein, aber da ich auch Zuckerrohr verkaufen möchte in unserem Shop, ein Stack an dir, ne, so nur so mal für den Preis, ne, möchte ich den in unseren Farming Area, die wir im letzten Video angefangen haben, beziehungsweise fertig gemacht haben, bis auf die Farms und ein bisschen anderes Krims kam. Auf jeden Fall müssen dann hier noch ein paar Farms rein, da habe ich mir überlegt, hier am Anfang kommt eine dicke, fette Zuckerrohrfarm, ja. Kommt dann dicke, fette Zuckerrohrfarm rein, also würde ich sagen, teilen, let's go. Und unsere Zuckerrohrfarm ist fertig, aber hier sind Fackeln und darüber können die Zuckerrohren nicht bis zum dritten Slot hochwachsen. Darum haben wir Glowstone oder Pilzlichter oder Seelaternen passen, glaube ich, jetzt nicht so gut. Einfach irgendwas, wo halt zum Holz passt. Okay, Leute, wir schauen uns das mal an. Mit Shader sieht es ungefähr... hallo, Shader? Shader? Ja. So sieht es mit Shader aus. Es sieht... Ja, wie soll ich sagen? Könnte man auf jeden Fall verbessern. Ich mache jetzt mal Glowstone und schauen wir mal. Ja, definitiv sieht das mit Glowstone 1000-mal geiler aus. Da baue ich jetzt noch die Fackeln weg. So, und da baue ich jetzt hier mein Glas wieder hin. Und dann steht das ganze Ding auf jeden Fall wieder. Aber Leute, ich bin nicht verrückt, wenn ich nicht auf der anderen Seite auch noch eine Zuckerrohr verbauen. Aber diesmal ohne Teilnis, weil sonst frisst es wirklich die Zeit. So. Zwei Zuckerrohrfarms sind jetzt fertig, aber da sie sehr viel produziert und sehr schnell, brauchen wir natürlich noch einen Ausschalter, einen Notaus. Und dem würde ich sagen, bauen wir hier hin und da würde ich sagen, ohne Teilen ist, weil es zieht wieder Zeit und Ressourcen und naja. 3, 2, 1. Oh Gott, war das ein Krampf, ne? Es hat so lange gedauert, aber die Farm hat jetzt auch einen Notausschalter, perfekt. Da kann man jetzt alles... Oh Gott, wie viel schon wieder? Eins, nichts. So, aber jetzt ist es fertig. Und dann machen wir hier noch eine Schilderung. Rot aus und dann passt es auch. So, das fällt wieder noch rot und glow. Und dann passt es auch. So, dann kann ich jetzt hier noch nebenbei ein Bild fürs Thumbnail machen. Ja, sagen wir mal so. Und perfekt. Okay, da ist hier eigentlich alles noch sehr hässlich, sage ich jetzt mal so. Weil hier alles noch mit Stein ist, mache ich jetzt hier diesen Gang bis zum Ende der Zuckerrohrfarm. Erstmal schön. Das ist jetzt fertig. Ich habe jetzt extra nochmal Shader angemacht. Das ruckelt zwar jetzt ein bisschen, weil hier die Map sehr groß ist vom Underground Server. Ist halt ein bisschen traurig. Ich habe hier alles von der oberen Zuckerrohrfarm nach unten transportiert. Hier können wir nochmal den Notaus an- und ausdrücken, damit wir hier nämlich nochmal ein bisschen Sugarcane dazu kriegen. Hier ist unsere Deko.
Und ich schreie jetzt mal oben den Sugarcane-Automaten-Fabrik-Farm-Dings da rum so ab. Okay, mein Problem jetzt hier ist, hier ist noch alles voll Dirt, aber ich habe alles mit Silk-Touch vom Glas abgebaut, was sehr klug ist. Bringt mir eigentlich das nicht viel, weil ich ja eh bald einen automatischen Ofen baue, der rüber schnell ist. Und jetzt wird alles mit Dirt vollgebaut. Und was wir auf jeden Fall auch noch machen müssen, ist auf jeden Fall die eine Honigfarm bauen, weil wir brauchen Honig für den ein oder anderen Aufzug auf jeden Fall. Mehr sage ich auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall bauen wir jetzt mal eine Honigfarm. Die Bienenfarm ist fertig, aber wir müssen es jetzt noch mit Glas machen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Boah, da können wir in jeden nur 3 Flaschen rein tun. Das ist nicht viel, ne? Jetzt mal so. Aber besser als gar nicht. Wir müssen auf jeden Fall noch ganz viel Glas smelten. Ich habe jetzt hier punktgenau 18 Öfen hingebaut und in jeden Ofen 32 Kohle reingelegt. Und jetzt brauche ich nur noch 18 Stacks Sand, den wir in unseren Doppelchests haben, in unserem Lager. Okay, Leute, Husky Jonas ist jetzt auch im Discord, weil er ist jetzt im Urlaub und er kommt. Wann kannst du wieder Minecraft Underground spielen und so? Ja, genau. Ja, am 4. Und einen Tag später, also am 5. startet dann Minecraft Troll Wars 3. Darauf könnt ihr euch oft schon mal freuen. Das Modpack ist XXL. Da sind 360 Mods drin. Aber darum möchte ich jetzt nicht mehr reden. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall schon mal ganz viele Flaschen reingetan. Ganz viele Sorten von mir persönlich. Weil ich eine Flasche bin. Oh Gott, ist das mich so täglich? Weiß ich jetzt nicht genau. Schau einfach im Discord. Und hier haben wir ganz viel Glas. Und jetzt melken wir das alles noch zu Flaschen. Es wird ganz viel Glas und wir brauchen jetzt ganz viel Glas. Ich bin gerade ein bisschen dämlich, muss ich ehrlich sagen. Egal, ich habe alles dabei und jetzt gehen wir mal zu einer XXL-Strandwüste-Dingsterbumster, um ein bisschen weiteren Sand zu farmen. Das sind Spawn-Chunks hier, also müssen wir uns keine Sorgen machen. Und hier hat Tom eine Holzfarben angefangen zu bauen. Ich fliege hier einfach rum für Wolle, damit ich ein Bett crafte. Und damit finde ich einfach ein pinkes Schaf. Wow. Und die anderen Schafe droppen mit Looting 3 dann auch nur noch eine Wolle. Was ist das hier? Und jetzt habe ich noch einen Raid ausgelöst. Oh Gott. Ja, Leute, dann spielen wir einen Raid. Let's go. Ich bin jetzt eigentlich mental gar nicht vorbereitet. Wir haben 2 Eisengolems in dem Dorf. Das ist gut. Aber das Problem... 3... Ist wirklich... Nee. 2. Und, aber ich brauche ein Bett zum Schlafen. Hier gibt es keins. Doch. Lass mich kurz schlafen. Danke. Husky Jonas, mach dich jetzt für Action bereit. Und Leute, ihr auch. Okay, ich bin bereit. Können wir im Schnitt. Können wir so Black Bars im Schnitt hinzufügen oder so? Nee, ist glaube ich nicht so gut, weil sieht man nichts. Aber. Schade. Der Wait ladet sich wieder auf. Ist gleich fertig. Okay. Wir müssen ein paar Villager safen. Bestenfalls. Und jetzt fängt noch an zu regeln. Oh Gott. Okay. Er ladet sich wieder auf. Kurz was essen. Es müssten gleich im Dings World Avenger kommen. Müssen hier richtig aufpassen. Okay. Wie ich gesagt habe, da kommt ein World Avenger. Da ist eine Hexe. Die ist einfach One-Hit gewesen. Dieses große Ding da. Okay. Nur weil die bald oben hatte. Ja. Diese Riesenflamme sieht irgendwie nicht, ja, keine Ahnung. Okay, nur noch einer. Der ist da hinten. Stimpe. Und bam. Er lässt sich wieder auf. Yep. Oh Gott. Da hinten. Da sind sau viele Hexen dabei. Ja, seit wann ist bei dem Raid sind auch Hexen dabei? Ja, schon länger. Seit der 1.14. Seitdem die Pillager und alles hinzugefügt werden, sind bei einem Raid natürlich auch Hexen dabei. Weil die haben nämlich alle graue Haut. Jetzt weißt du es. Warum greifen die Hexen ihre Kollegen an? Was ist denn das? Also, sind die irgendwie geistig dämlich geworden oder haben die irgendein Problem im Kopf? Nee, die haben falschen Trank gebrochen. Ja, wow. Aber zu ihren Kameraden. Da ist der Maria. Der ist Dev. Ich habe ein zweites Totem. Okay. Aber wenn wir sterben, ist alles gut.
Da ging nur mein Todescounter hoch, aber die Tode sind mir jetzt ja auch schon egal. Also die letzten Windies. Die nächste Runde. Hier verrecken gerade. Magier ist def. Vindicator ist auch def. Und der Eisenbahn hat den letzten geholt. Ich kann ihn leider nicht heilen, aber das ist jetzt, glaube ich, die letzte Wave oder so. Ich weiß nicht genau. Echt, ich wollte einfach nur ein bisschen Sand farmen. Da kommen diese dämlichen Pillager und jetzt spiele ich einen Raid. Also was ist denn das? Gott, bitte ist das die letzte Wave, ne? Das macht mich jetzt schon wieder fertig. Komm. Oh. Ja. Was? Einfach geschafft. Oh mein Gott, das ist so ein Krampf gewesen. Aber wir haben es geschafft. Also meine arme Rüstung, die ist schon fast kaputt. Okay, jetzt gehe ich zum Strand, baue alles ab. Mir ist jetzt alles Wurst. Ich muss jetzt einfach mal nach Hause und alles reparieren. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin jetzt komplett fertig, ne? Oh Gott, aber ich habe gesagt, Hero of the Village und sogar hier, also das ist das Beste jetzt. Jetzt gehe ich erstmal zur Enderman Farm und repariere mir. Ah, unsere Farm mehr als genug produziert. Das ist jetzt halt ein bisschen her, seit dem letzten Clip. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen mit Gabriel im Talk. Kannst du was sagen? Ja. Wir müssen auf jeden Fall einen Notausschalter bauen, weil nicht, dass es überproduziert und der Server dann zu Lags kommt. Das wollen wir ja alle nicht. Weil FPS-Probleme hat man auf diesem Server schon mehr als genug. Naja, unser Notausschalter ist auf jeden Fall schon angebaut. Wir haben jetzt hier unseren Ding, unseren Knopf. Und immer wenn dann hier ne, das neu oder fertig ist, dann wird das nicht geleert, weil hier alles schon aktiviert ist und es nichts mehr passiert. Dann haben wir unseren Notausschalter auch, unsere Sicherung für das hier. Und ich würde dann auch bestenfalls das einbauen wollen, damit es hier automatisch dann alles reingetan wird. Aber ich glaube, es wird was nicht so. Muss ich jetzt noch überlegen. Okay. Ich habe jetzt hier alles gebaut. Ich habe das hier neu verlegen müssen, das Kabel. Ich habe jetzt hier noch eine Satiranlage gebaut, dass alles gleichmäßig eingefiltert wird. Und was ich jetzt noch mit euch machen wollte, meine lieben Zuschauer oder Freunde, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Schreibt mal, ob ich euch Leute nennen soll. Freunde, Zuschauer, schreibt mal einfach Namen in die Kommentare, wie ich euch nennen soll. Würde mich ja immer echt interessieren. Sollte ihr das Video bisher noch schauen, weil ich bezweifle, dass es so weit Leute schauen, weil das Video halt sehr langweilig ist. Oder? Schreibt es in die Kommentare. Aber was wir auf jeden Fall machen wollten, ich mit euch auf jeden Fall, nicht wir. Ihr seid ja nicht hier. Der einzige auf dem Server ist mein Bruder Otto und ich. Ja. Ultimativ. Aber Leute, ich wollte Flaschen mit euch einsortieren. Ja. Toll. Naja, schon einsortiert. Und dieses System hier, dieses hyperintelligente Minecraft-System, was klüger ist als ich natürlich. Warum disse ich mich mal selber? Egal, wir können mal reinschauen. So, hier, das leert sich nämlich alles. Und wenn alles hier voll ist, wir können mal sortieren hier. Ja, wenn alles hier voll ist, dann wird es hier im Hopper angestaut. Und das wird dann nämlich hier immer Stück für Stück einsortiert. Leute, wir bauen von Tom die Netherrack-Brücke ab, weil wir alle Villager schon in der Trading Hall haben. Die Brücke ist auch abgebaut und wir sind jetzt gerade im Talk mit Dark. Kannst du halt auch Hallo sagen, wenn du willst? Ja, wir haben jetzt heute auf jeden Fall schon einiges gebaut, aber wir möchten auch eine AFK-Farm bauen und... Warte, ich schau erstmal, was für ein Honig wir haben, weil die Spawn-Chance hier, die sind alle geladen und... Ja, unsere Sortiermechanismus hat auf jeden Fall auch schon einiges hier. Oha, was hier sortiert. Das ist ganz geil. Aber wir brauchen jetzt noch ein bisschen mehr Glas und smelten wir jetzt mal mit dem ganzen Sand in den Schalkerbox. Leute, ich habe sehr viel Glas. Der Ofen ist durchgesmeltet. Wir können das ganze Glas jetzt hier einräumen. Das dauert übelst lange, aber mit unserer Farm geht es eigentlich ganz schnell. Man kann jetzt leider nicht so krass reingucken, außer hier so ein bisschen die Notschalter. Ist auf jeden Fall ganz, ganz geil. Und hier ist unser ganzer Honig. Und da landet auch öfter mal ein bisschen drin. Ich check nicht warum. Ist aber irgendein Fehler von den ganzen Hoppern. Da muss ich mal ein bisschen genauer hinschauen. Aber mich stört es nicht. Ich kann mich immer hier wieder sortieren. Und dann passt es eigentlich auch. So, gestern haben wir auf jeden Fall noch
diese wunderbare Farm hier gebaut. Die ist mit Knochen, wenn wir Karotten oder irgendein Gemüse hier reintun und dann durchgehend rechtsklicken drücken oder einfach F3 und T drücken, damit der ganze Resource Packs geladen werden und mit diesem Bug ausnutzen, damit wir dann hier unendlich drücken und damit dann AFK stehen und machen wir ganz viel Essen ganz schnell. Aber ich möchte hier noch ein Lager für diese wunderbare Farm bauen, also hier. Und da würde ich sagen, Timelapse, go. Auch mit Shader ist unsere Farm richtig cool. Ich mache das gleich dann auch das Farmnet für diese Farm. Also habe ich schon die dritte Farm einfach gebaut. Hier habe ich eine Kistenlager gemacht, wo wir einfach einsortieren können. Nachdem, was wir gepflanzt haben, die ganzen Kerne können wir hier oben dann auch nochmal zu Knochenmehl verarbeiten. Funktioniert alles perfekt. Da können wir hier mal AFK stehen und wenn ich jetzt den Hebel umlegen und dann hier die ganze Zeit Restklick drücken, dann färmt die ganze Zeit was und wenn der Kolben eingefahren ist, dann geht es da unten kaputt, weil da kein Licht mehr drin ist. Ist auf jeden Fall ganz, ganz geil. Hier haben wir auch noch Glowstone als Verzierung oben gemacht. Mir gefällt auf jeden Fall dieser Baustil, was wir hier verwenden. Wenn es auch gefallen, dann könnt ihr auch gerne positive Bewertungen da lassen und den Kanal abonnieren. Da wir auch schon wieder bald vor die 500 Abonnenten sind und den Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, haben wir 483 Abonnenten. Ist auf jeden Fall ganz krass, was sich da jetzt inzwischen alles entwickelt. Und wir bauen dann auch jetzt gleich noch die nächste. Unsere nächste Farm wird eine XXL-Kartoffelfarm, die wir in Craft Attack 1 auch schon gebaut haben. Viele Fischi und Autodriver damals. Aber wir müssen erstmal den Beacon abbauen, weil der stört, weil wir hier bauen wollen. So, Dark. Ich habe jetzt halt auf jeden Fall die Farm fertig gebaut. Es ist jetzt der letzte Clip schon über 6 Stunden alt. Und das ist die Farm. Und wenn du willst, kannst du auf die Hebel drücken. Ich wollte gerade sagen Knopf. Und dann wird, ja, da hinten. Hier. Mhm. Und da kannst du jetzt einmal drauf drücken. Und ich mache dann hier, ne? Nicht so schnell umklicken wieder. ja. Ja, dann ist das Video doch noch nicht vorbei. Okay, Leute, ich habe den Fehler gefunden. Es waren die Slabs da oben. Also, jetzt hat funktioniert. Ich kann es überhaupt beweisen. Tada. Wie, das läuft nicht weiter, ne? Na, schaut. Das war der Fehler. Das hat mich jetzt die ganze Arbeit gekostet. Ja, okay, es war nicht viel Arbeit, aber naja. Jetzt passt die Farm auch. Ich pflanze sie noch schnell an und hake noch ein bisschen weiter. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn es alles wieder angefangen hat. Okay, alles ist angesät. Die Farm funktioniert. Das war nur dieser eine Fehler. Und das ist unsere andere Farm. Und hier ist das alles, was noch übrig bleibt. Bleibt vom Einsäen. Mit Einsäen bleiben noch 2-3 Stacks mehr oder 5. Ich muss ehrlich sagen, 9 Stacks habe ich safe verbaut oder so. Keine Ahnung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne positive Bewertung da. Abonniert den Kanal. Und ganz wichtig, schaut bei dem Dark vorbei. Link ist in der Videobeschreibung oder irgendwo. Keine Ahnung. Tschüss.